Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von City Skylines. Ja, wie ich es schon fast befürchtet habe, eine neue Aufnahme, ein neues Glück und ich habe die Hälfte vergessen. Ich weiß natürlich noch, dass hier der Tod unterwegs war, dass alles irgendwie wahrscheinlich daran lag, dass der Friedhof nicht angeschlossen war und deswegen sich keiner mehr zuständig gefühlt hat. Ja, und wir hatten hier natürlich im Industriegebiet das Riesenproblem und hier auch noch ein Stauproblem irgendwo, weil wir hier irgendwie eine Einbahnstraße ignoriert haben und jetzt naja, kommt hier irgendwie keiner mehr irgendwo hin, weswegen es auch lauter Arbeitslose gab. Ja, alles irgendwie nicht ganz so einfach und ein bisschen schwieriglich, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe mir jetzt als Lösung überlegt gehabt, dass wir einmal das komplette Industriegebiet abreißen. Klingt jetzt vielleicht nicht so mega toll, aber ich dachte, das bringt jetzt erstmal vielleicht wieder weniger Verwirrung für die ganzen armen Leute, die hier nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Oder auch für mich, weil ich auch nicht mehr so richtig weiß, wo links und rechts ist. Und was wir hier eigentlich überhaupt wie wann gemacht haben. So, wir können jetzt einfach mal hier mehr oder weniger beruhigt die Straßen abreißen. Die Gebäude, die entfernen sich ja jetzt langsam, aber sicher von selbst. So. Die Autos finden schon irgendwie ihren Weg. Oder die spawnen einfach. So, soweit so gut. Hier löst sich das jetzt auch noch auf. Sehr schön. Welches Gebäude ist das? Yeah. So, du. Dich müssen wir mal woanders hinsetzen. Du bist die Feuersicherheit. Das macht natürlich Sinn. Wir setzen dich jetzt einfach mal hier rüber. Weil ich sonst nicht weiß, wohin mit dir. So, das sieht hier soweit alles ganz gut aus. So. Das ist auch wieder ein Gebäude, das da irgendwie mal stand. Und das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Quatsch, das ist auch wieder das Gebäude. Und das war das Gebäude. Gut, das war nichts. Das auch nicht, aber das war was, genau. So, und hier ist noch der Park. Soweit, so gut. Das ist ja alles erstmal nicht so tragisch. Hier können wir auf jeden Fall nochmal eine Straße hinbauen, die das packt. So, da nicht. Aber hier haben wir da jetzt eine Verbindung. Sehr gut. Das ist sehr schön. So, wissen wir erstmal, dass wir da hin müssen. So, und hier wollten wir eine Unterführung hinmachen, die das alles nicht ganz so schrecklich wirken lässt. Dazu müssen wir hier aber erstmal ein Stück weiter hierher. Ja, wir hatten ja hier unser kleines Friedhofproblem. Kommen wir da jetzt runter? Das muss ich jetzt mal überprüfen. Ach, hier haben wir auch noch die fette Straße unten drunter. Wie kriege ich die abgerissen? So. Also muss ja irgendwo eine Funktion geben, wo ich das mir besser angucken kann. So, Dalle. Warum sehe ich das jetzt so komisch? Will ich das so komisch sehen? Ich will das eigentlich gar nicht so komisch sehen. Wo ist diese Schaltfläche hin von gerade eben? Ich werde sie nie wiederfinden. Keine Ahnung. So, so, ich würde gerne hier runtergehen. Das fände ich sehr, sehr schön. So, und hier würde ich auch gerne wieder hochgehen. Wir müssen es nur irgendwie schaffen. So, ist jetzt ein bisschen sehr weiträumig, muss ich zugeben. Aber immerhin. Und es ist jetzt noch nicht so mega klein, riesig, wie auch immer. Ist jetzt einfach so. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall die Möglichkeit, das hier nochmal irgendwie quer zu ziehen. Ah, das muss ich jetzt erstmal nochmal überlegen, wie der Verkehr sich hier geordnet hat. Wir kommen eigentlich immer von hier und müssen dann entscheiden, ob wir nach links oder nach rechts fahren. Hier geht es jetzt auf jeden Fall erstmal nur geradeaus bis zu dieser Stelle. Dann können wir rein theoretisch... entweder knüpfen wir jetzt hier an und machen nochmal irgendwas drüber und drunter. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Oder wir machen einfach komplett eine ganze Einbahnstraße in die Richtung. Und das würde ich, glaube ich, schon fast eher bevorzugen, dass wir das jetzt bis nach hinten durchmachen. So, dann ist das hier wenigstens einheitlich. Das gefällt mir schon mal ganz gut. ja gut, und hier haben wir eine sehr, 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 sehr große Straße. Ich glaube, die reicht eigentlich auch, oder? Brauchen wir so eine mega fette?
Ich überlege, ob wir die einmal komplett so durchziehen, ob das Sinn macht. Oder eher nicht so. Ich mach's erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder ob wir das nochmal ändern. Wir machen es einfach erstmal. Und dann muss ich mal gucken, ob wir. Nee, die ist mir zu groß. Wir nehmen mal hier die normale Straße. Wenn wir die einfach mal hier reinführen lassen. Ich will die eigentlich auch nicht so groß machen. Passt auf, wir lassen die von hier. Hier reinführen. So. So. Haben wir hier auch einen ganz tollen Tunnel. machen das Ganze auch nach hier nochmal. Ich meine, das ist jetzt nicht ordentlich, nicht hübsch und auch nicht effizient. Aber darum geht es mir eigentlich gerade auch nicht so arg. So. Und dann machen wir den ganzen Spaß mit einer Einbahnstraße nach hier. So. Das war jetzt erstmal so meine Idee des Ganzen, dass man halt wirklich nur da reinkommt und auch hier wieder rauskommt. Oder halt hier lang. So, das ist Plan Nummer 1. Ich hoffe, der geht dann auch auf. Wäre sonst irgendwie ungünstig. Ja gut, und hier lang kommt man von wo? Ich will nämlich nicht den ganzen Ablauf, sage ich mal, denn nur von hier haben. Das fände ich auch irgendwie blöd. Dann lassen wir das Ganze einfach mal von hier unten kommen. Und gehen hier mal mit einer Querstraße rein. So. Und hier würde ich die Einbahnstraße nach hier rüber ziehen, dass man nur hier wieder rauskommt. Also da lang. Dafür müssten wir aber eigentlich auch machen, dass man nur hier reinkommt. Wartet mal, das korrigieren wir an der Stelle mal. So, man kommt nur da rein und kommt bis hier und das war's dann irgendwie. Dann muss man einmal im Kreis fahren, um wieder rumzukommen. So, dalle. Dann haben wir hier nochmal eine Querstraße. So, und hier auch. Und dann ist das auch schon schön. So, wir kommen hier rein. Wir kommen auch wieder raus. Das läuft soweit. Dann hoffe ich, dass das jetzt so auch Sinn macht. Und dass hier nicht alles durcheinander gerät. Gut, dann bauen wir hier tatsächlich nochmal ein bisschen Industrie hin. Und füllen hier mal wieder die leeren Stellen auf. Weil noch haben wir nicht nur gebildete Arbeiter. So. Ich überlege aber, ob wir die Seite hier schon ein bisschen Büro machen, dass wir nur noch die Ecke hier stark industrielastig gestalten. Finde ich an sich, glaube ich, ganz gut. So, hier baut sich auch schon wieder was. Sehr schön. Dann würde ich hier tatsächlich mit den Bürogebäuden so ein Stück weit lang gehen wollen. Gut, ich steite das mal so auf den beiden Seiten. So. Und dann können wir hier außen nochmal so ein bisschen industriemäßig was machen. So, können wir da irgendwie noch einen Park zwischensetzen, der das Ganze irgendwie ein bisschen auflockert, sage ich mal. Dass das nicht ganz so wild ist. Hier kommen wir nicht ganz zwischen. Hier können wir tatsächlich was zwischenbauen. Dann ist das hier schon eine recht formidable Gegend, ja. Wunderschön. So, also wir haben auf jeden Fall das Arbeitslosenproblem in der Gegend. Zu wenige Dienstleistungen. Okay. Was braucht ihr denn noch? So, was macht der Friedhof hier gerade? Gebäude leert sich und wir haben noch 273 über, wenn ich das richtig deute. Ja, sieht so aus. Haben wir denn hier ein paar sinnvolle Krematorien platziert? Da haben wir nur hier hinten zwei. Da sollten wir hier auf jeden Fall auch nochmal nachrüsten. Ich habe jetzt mal hier an die Stelle eins gepackt. Gegenüber könnten wir eigentlich auch noch eins stellen.
Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, denke ich. So, und hier hinten sollten wir das Ganze auch noch einrichten. So. So. Passt hier ein Friedhof zwischen? Nein. aber hier an die große Straße passt einer. Ich weiß nur nicht, ob ich da einen haben will. Ich würde mal hier hinten noch einen mit hinpacken. So. Wir haben jetzt zwei Friedhöfe, die sich entleeren. Nein, drei. Und drei, die aktiv sind. Soweit so gut. So, dann hoffen wir mal, dass das soweit jetzt klappt. Aber es sieht schon besser aus, oder? Es sieht nicht mehr so aus, als wenn nur noch tot hier ist. Ich finde, es wirkt schon besser. Gerade hier hinten in der Ecke war ja echt viel los. Ja gut, schaut mal, hier sieht es schon viel besser aus. Es dauert gerade halt einfach nur ein bisschen eher, sich das Ganze ein bisschen legt. Ja, doch. So weit, so gut. Kann man auf jeden Fall machen. Hier haben wir noch ein Haus. Ja gut, müssen nur noch die hier abgeholt werden. Die scheinen da schon etwas länger zu sein. So, dann schauen wir mal. 163, na, es läuft doch, Mensch. So, ich mach mal hier auf Geschwindigkeitsstufe 3. Dann sollte sich ja auch alles wieder rasend schnell entwickeln. So genau wie unser Geld, ey. Das ist auch schon wieder voll hoch. Dabei hatten wir echt viel ausgegeben gehabt. Aber unsere Einnahmen sind auch ein bisschen steuerlich zurückgegangen, nachdem wir hier alles abgerissen hatten. Aber baut sich ja jetzt nach und nach wieder auf. Aber wir brauchen immer noch mehr ungebildete Arbeiter. Hier ist irgendwie... Einrichtung ist leer. Sehr, sehr schön. Dann können wir den ganzen Spaß ja jetzt hier abreißen. Obwohl ich sagen muss, dass wir das jetzt gar nicht mehr so wirklich gebraucht hätten. Ich finde es jetzt okay, so wie es ist. Wir haben jetzt hier nicht mehr die mega fette Straße. Es ist halt jetzt eine kleine Kreuzung. Aber ich glaube, es reicht auch erstmal so, wie es jetzt ist. Wir wollten hier aber, glaube ich, nochmal eine Überführung hinpacken. Wenn ich mich da recht erinnere. So. Obwohl, das müsste eigentlich reichen. Nee, nicht ganz. Okay, machen wir nochmal rückgängig. War nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, Moment, du kriegst ja gleich deinen Anschluss wieder. So. Aber auf die Entfernung kriegen wir es einfach nicht hoch genug. Was mich ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Na gut, aber ist jetzt einfach so. Ist halt so eine leicht hoch schräge Brücke. Ist dann jetzt einfach gegeben. Kann man nicht so viel dran machen. Wir könnten aber hier nochmal ein paar Bürogebäude platzieren. Dann fühlt sich hier auch vielleicht so ein bisschen die Lücke. So, hier hatten wir ja auch noch ein bisschen Wohngebiet gehabt. Könnten wir auch nochmal ein Stück auszeichnen. So, vielleicht will sich ja hier noch irgendwo jemand hingesellen. Können wir auch noch ein Stück machen. So. In der Hoffnung, dass sie hier nicht wieder allzu krank werden von den ganzen Sachen, die wir da haben. Das ist ja auch nicht mal so praktisch. Ach, schaut mal, die wurden jetzt auch geholt. Sehr, sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall was gewonnen, würde ich sagen. So, hier würde ich jetzt auch mal ein bisschen dunkelblau auszeichnen wollen. So. Hier die gegenüberliegende Seite auch. Vielleicht baut sich da ja was hoch. Reicht der Platz? Ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, ich nehme mal wieder das Eimerchen hier. Das ist für solche Kästchen immer irgendwie praktischer. Aber scheint gerade einfach kein so großer Bedarf dafür zu sein. Ich baue jetzt mal hier gerade nur jedes zweite Haus. Mal gucken, wie das ausschaut. Soweit so gut. Aber das regnet gerade hier ganz schön doll. Man sieht kaum was. So, wir haben hier ein verlassenes Türmchen. Hier hinten ist auch noch ein Gebäude, was verlassen ist.
Dö. So, hier alles frisch hochgezogen und doch pleite gegangen. Weil nicht genug Arbeiter da waren. Unglaublich. Aber hey, unsere Stadt wächst und wächst. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hier auch in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao.